So, damit seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Witcher 3. Okay, das ist der Abfall. Wir wollen Triss gegen Mitternacht beim Schrein des ewigen Feuers im Hafen treffen. Wir haben 1.27 Uhr. Zählt es noch als gegen Mitternacht oder muss ich jetzt extra einen Tag lang warten? Und der das sind harte Zeiten. Finsternis? Sehr. Du bist hier, gut. Hör zu, schau dir das Gebäude an. Das sieht nicht gut aus. Du meinst, es müsste mal frisch gestrichen werden? Ich meine, dass es die reinste Festung ist. Hohe Mauern, Wachen am Tor, überall Bewaffnete. Wir können da nicht reinschleichen, uns reinkämpfen erst recht nicht. Menge hätte genug Zeit, um zu verschwinden. Was schlägst du vor? Nimm dies. Fessle mich damit. Erklärst du mir mal, was du vorhast? Überleg doch. Wenn du den Jägern die böse Triss Marigold bringst, machen sie nicht nur das Tor auf, sondern lassen dich vermutlich persönlich zur Menge. Niemals. Zu riskant. Rittersporns Leben steht auf dem Spiel. Und Ciris. Zu riskant gibt es nicht. Triss, überleg's dir. Willst du wirklich gefesselt die Höhle des Löwen betreten? Ja. Nein, das kann ich nicht zulassen. Nett, dass du so besorgt bist. Aber ich habe mich entschieden und dabei bleibt's. Schön. Sagen wir, sie schlucken den Köder. Wir gehen rein, ich halte Menge das Schwert an den Hals und frage ihn nach Rittersporn? Das klappt vielleicht nicht. Menge ist Abschaum, aber Angst vor dem Tod hat er nicht. So sind sie, diese Fanatiker. Dann müssen wir ihn wohl reinlegen. Hast du eine Idee? Sag ihm, dass du Informationen über die Loge hast. Oder über Philippa, noch besser. Die hasst er am meisten. Dir fällt schon was ein. Warte. Ich will dir danken. Hör auf. Das täte doch jeder. Nein, nicht jeder. Hör auf. Es steht einer Zauberin nicht, rot zu werden. Was ist mit dem Schatz? Wenn wir was rausfinden, prima. Wenn nicht... Ich dachte, du brauchst Dijkstras Geld, um den anderen Magiern zu helfen. Das schon. Aber man kommt auf viele Arten an Gold. Das ist jetzt nicht das Wichtigste. Ich habe dennoch ein mieses Gefühl bei der Sache. Aber nun, gehen wir. Na dann, lasst uns gehen. Geralt, denk dran, ich kann selbst auf mich aufpassen. Wovon redest du? Die Jäger werden mich nicht wie eine Dame behandeln. Aber ich werde es aushalten, auch wenn es etwas wehtun kann. Ciri. Sie ist, was zählt. Tu, was du tun musst, egal was passiert. Das kann ich nicht versprechen. Ich bitte dich trotzdem darum. In Ordnung? In Ordnung. Was willst du? Meine Belohnung. Wofür? Für eine Hexe. Siehst du nicht, wen ich habe? Triss Marigold. Marigold? Dann komm rein. Sieh an, Triss Marigold. Du machst jetzt in Zauberinnen statt Ertrunkenen? Die bringen mehr ein. Weil sie mehr anrichten. Was tun Ertrunkene schon? Ziehen mal einen Fischer vom Boot. Aber Hexen ermorden Könige, schmieden Ränke, fangen Krieger an.
Nicht vergessen, dass sie die Milch auch schon beim Melken sauer werden lassen. Ah! Du machst keine Scherze mehr, Marigold. Nie mehr. In die Zelle mit ihr. Finger weg. Was sagst du? Ach, wusste ich's doch, dass wir ihm nicht trauen können. Hexer, Hexe, alles dasselbe. Dann können sie auf demselben Scheiterhaufen brennen. Das ewige Feuer mit Asche aus dir machen. Verteilen! Schneller oder vielleicht schmerzhaft. Ewige Feuer mit Asche aus dir machen. Schneller. Oder ich bin lebendig, lebendig. Lasst euch nicht zurückdrängen! Verteilen! Zeit ist zu Ende. Das ewige Feuer mit Asche aus der Waffe! Das war eigentlich nicht mein Plan jetzt. Ich wollte eigentlich Triss Entscheidung respektieren, aber gut. Dinge sind passiert. Töte die Hexenjäger. Entschuldigung, musste gerade nur mal kurz überprüfen, dass mit der Aufnahme alles stimmt. Wow! Jawoll! Aua. Au. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Doch, ist es. Ups. Ah, ich wollte den looten. Ah, da ist ja einer. Hallo Menge. Jetzt müssen alle gewesen sein. Das war knapp. Ich muss sagen, Lug und Trug gehören nicht gerade zu deinen Stärken. Nun, ich bevorzuge unkomplizierte Lösungen. Erst kämpfen, dann fragen. Wir sollten das Büro durchsuchen. Vielleicht finden wir Dokumente, die etwas mit Rittersporn zu tun haben. Ich durchsuche die Leiche, du das Zimmer. Ich würde mit dem Tisch anfangen. Ich fand es halt gerade echt schön, dass ich den Endgegner dieser Quest im Prinzip, der wahrscheinlich nicht so, also der nicht nur leicht sein sollte, dass ich ihn einfach abgestochen habe. Einfach so richtig schäbig erledigt. Das ist halt so schön an Art. Wenn Gegner am Boden liegen, kann ich sie einfach niederstechen. Egal was es für ein Gegner ist, es ist einfach ein Instant-Tod. Brief an Caleb Menge. Caleb, ich habe neue Anweisungen zur nächsten Exekution. Wenn du bereit für ein Treffen bist, lege den heiligen Folianten in den Kasten der Säule des Altars des ewigen Feuers im Südwesten der Scherben. Wir treffen uns am gewohnten Ort. Sag niemandem, wohin du gehst und komm allein. Verbrenn diesen Brief, wenn du ihn gelesen hast. Ja, Morlock. Was gefunden? Nur sein Büroschlüssel in seinen Taschen. Nichts unter seinem Gürtel. Warte, da ist etwas im Futter eingenäht. Was ist es? Der Schlüssel zu einem Tresor. Hier, gib ihn Dijkstra mit besten Grüßen.
Ich habe einen Brief gefunden, an Menge adressiert. Von jemand Wichtigem. Einem Spion, denke ich. Einem Spion? Sieh's dir an. Tote Briefkästen, Geheimsignale. Er riecht stark nach Spionage. Dieser Agent könnte mehr über Rittersporn wissen. Bestimmt. Im Brief stehen die Signale für ein Treffen. Aber es wird kein Treffpunkt erwähnt. Vielleicht kann Dijkstra da helfen. Der weiß alles. Alles? Das ist wohl leicht übertrieben. Da bin ich nicht sicher. Schlüssel zu einem Gewölbe? Ohne Adresse? Warum bezweifle ich, dass Dijkstra sich darüber freuen wird? Nun, vielleicht brechen seine Schergen uns dann nicht die Beine, weil wir unseren Teil der Abmachung nicht gehalten haben. Das Glas ist also halb voll? Mit etwas Starkem, hoffe ich. Alles klar. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Lass uns gehen. Sehr gerne. Aber nicht durch den Haupteingang. Sondern durchs Fenster? Oh, hier ist noch... Na? Achso, das kann ich anzünden. Das ist wahrscheinlich explosiv, weil da Alkohol drin ist. Selbst wenn es nur Plunder ist, ne? Finde einen Weg heraus. Da ist die Wegeführung mal wieder nicht hilfreich. Irgendwelche letzten Worte? Hatte aus Versehen Triss weggesprengt. Ja, leider ist die Wegeführung in der Stelle ziemlich nutzlos. Hier geht's. Eventuell raus. Nein, doch nicht. Geht's hier raus? Nein, das ist wohl nur eine Zelle. Geht's hier raus? Nee, Geralt. Da geht's auch nicht raus. Ja, weil die Wegeführung sagt, hier ist der Ausweg. Ich glaube, durch das kleine Fenster da kann ich mich echt nicht quetschen. Ich habe doch einen Schlüssel gefunden, stimmt. Hier trennen wir uns. Aber zuerst fackeln wir die Bude ab. Alles klar. Wir haben zu viele Spuren hinterlassen. Ja, und ich muss auch etwas Dampf ablassen. Hör mal, da ist noch was, worüber ich reden will. Aber nicht hier und bestimmt nicht jetzt. Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast? Ich wäre dir dankbar. Na schön. Wir müssen hier raus. Brennst du jetzt nur die Tür ab, oder was?
Ich gucke hier jetzt ein bisschen dabei zu. Fängt die jetzt noch mehr an zu brennen oder bleibt es so unspektakulär? Will das Haus da das brennen müsste sehen? Reichen. Ich gehe. Das solltest du auch. Mhm, aber nicht per Teleport. Bis bald, Triss. Finde einen Weg raus. Ja, ich nehme die Mauer. Scheiße, ich komme hier nicht weg. Jetzt bin ich hier in so einem verkackten Innenhof. Käfighaltung. Ich komme hier aus diesem dreckigen Innenhof nicht raus. Sprechen. Wer war das denn nochmal? Ungeduldiger alter Bastard. Nichts. Gehen wir. Wen sehe ich da? Den Geralt von Riva. Würdest du bitte aufhören, mich zu verfolgen? Das werde ich, sobald du mir erzählst, wo mein Schatz ist. Menge und ich waren nicht einer Meinung. Wie schlimm war es? Schlimm. Ich denke, das erklärt den Rauch. Mein Schatz ist nicht dort, oder? Brennt er zusammen mit den Hexenjägern? Hab ihn nirgends gesehen. Und 20 Tonnen Gold sind schwer zu übersehen. Das bedeutet, dass du mit leeren Händen zu mir gekommen bist? Erstens bist du zu mir gekommen. Zweitens habe ich etwas mitgebracht. Der Schlüssel zu einem Tresor. Hab ihn bei Menge gefunden. Ein Tresor. Ich muss ihn also selber finden. Du hast mir die Dinge nicht gerade leichter gemacht. Gib her. Das war alles? Keine ironischen Bemerkungen? Keine fulminanten Witze? Du willst einen Schenkelklopfer? Gut, ich erzähl dir einen. Bereit? Du hast mich belogen. Wieder einmal. Was? Wusstest von Anfang an, wer mich beraubt hat. Du hast mir diese Information aber vorenthalten. Nein, habe ich nicht. Ich habe dir aber dabei geholfen, deinen Schatz zu finden. Hör also auf zu jammern. Ich scherze nicht, Geralt. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Damit kann ich leben. Ja, dieses Mal wirst du leben. Und nun müssen wir ein paar Dinge klären. Drohst du mir? Ganz im Gegenteil. Du hast mir geholfen, Hexer. Also hast du dir trotz allem deine Belohnung verdient. Du hast wohl noch immer nicht erfahren, was mit Rittersporn passiert ist? Nein, aber ich habe jemanden gefunden, der es wissen könnte. Ein Spion, schätze ich. Unterschreibt mit Jamulak. Ich habe einen Brief von ihm gefunden. Leider steht da nur drin, wie man ein Treffen mit ihm arrangiert, aber nicht wo. In einer Ruine in Fernig. Wenn man das Signal gibt, taucht er am gleichen Tag kurz vor Mitternacht dort auf. Ich sollte wohl nicht fragen, aber Dijkstra, wieso zur Hölle weißt du das alles? Ich lese alles aus dem Flug der Vögel. Dein Sarkasmus kann ermüdend sein, weißt du? Ich habe noch viel schlimmere Eigenschaften, glaub mir. Und eine letzte bescheidene Bitte. Versuch nicht nochmal mich reinzulegen. Nie mehr. Ihr Leute, was ist denn mit euch? Sag mal, es war so rein. Ich kann dich reinlegen, so oft ich möchte. Wenn du mir Männer auf den Hals setzt, schicke ich seine Einzelteile zurück. Sollen sie brennen? Sie haben eine Ja, da habe ich zwei Abschnitte eventuell verkackt. Aber ich gehe jetzt erstmal zu Hacker und rede mit ihm. Warte mal. Ich mache hier erstmal fliegende Fäuste.
Und bevor ich das tue, mache ich nochmal was ganz anderes. Ich bedanke mich nämlich bei euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.